Servus und willkommen zu einer neuen Folge C-Block in Factorio. Ja, beim letzten Mal sind wir schon verzweifelt, das heißt, es geht fröhlich weiter. Habe, glaube ich, jetzt aber schon mal einen kleinen Vorteil für mich erkannt, dass ich es so gebaut habe, wie ich es gebaut habe. Das heißt, ich baue jetzt hier mein Chemical Plant auf, und zwar das da. Und jetzt wollen wir ja Full Acid herstellen. Das da. Genau. So. Nee. Jetzt muss ich. Ja. Herstellung. Nee, ich muss Lexler. Doch, Sulfuric Acid muss ich herstellen. Dafür brauche ich Sulfurdioxid. Gas. Ah, okay. Dann geht es dann vielleicht doch nicht so, wie es ich mir gerade vorgestellt habe. Verdammt. Ja, aber so ähnlich. So, das heißt, ich muss dich jetzt ändern und ich brauche jetzt erstmal von dir das da. So. Dann heißt es jetzt, ich baue mir hier ein weiteres T-Stück ein. Und verlege jetzt meine Pipes darüber. Ich glaube gar nicht. Der Mod hat mir, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal so in Arsch gerettet. So, dann haben wir das. Dann brauche ich jetzt aus der ersten Abteilung noch einen guten Freund, der wo mir das dann nach oben bringt. So, dann brauche ich jetzt aus der Abteilung einen Untergrund und produziere mir mal hier 10 Stück und ich produziere mir mal selber. Nein, ich hole mir selber Eisenplatten. Bin gerade gespannt, wie viel Prozent sich schon aufs Hirn gehaut haben. Was ich da alles für einen Schwachsinn mache. Also, wenn ihr es besser wisst, in die Kommentare schreiben, und wenn ich dann auch merke, dass es dann mal irgendwie in die falsche Richtung läuft, dann wird es dann auch darüber über irgendwann einen Stream geben. Das heißt, auch mein Stream wird irgendwann wieder reaktiviert. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal voll in die Pötte kommen. Und da muss ich auch einiges angesammelt haben, wie dumm das ich bin. Das kennt man ja. So, okay, das heißt, wir kommen jetzt hier raus. Das heißt, ich brauche jetzt mein Chemical Plant Nummer 3. Jetzt werde ich natürlich bestimmtes Glück haben, dass ich es genau andersrum brauche. So, und dann brauche ich jetzt das. Sulfuric Acid, richtig? Sag ja. Yeah. Genau. Ich hab's gewusst. So. Deshalb kommst du dahin. Und dann muss ich jetzt das. Das heißt, ich gehe jetzt dann mit dir hier hin. Und muss hier nach oben. Muss das Ding um eins weiterstellen. Sonst klappt's nicht. Ich finde dich. Ist ein Chemical Plant, ne? Ja. Heißt, ich muss dich auf jeden Fall hier hinstellen. Das ist ab und zu total nervig, ne? Und vor allem, dass ich das halt nicht umstellen kann. Beziehungsweise, ich kann es doch kompakter bauen. Moment. Und zwar, wir gehen hier unten nach drüben. Bauen wir mal Kurve. Ein paar T-Stücke. Ein paar Geraden. So, dann gehe ich jetzt dann so hin.
und gehe dann hier nach unten und komme hier rauf. Dann gehe ich dann auch hier hin und gehe hier hin und gehe mit dir gerade. Da kann ich jetzt meinen Chemical Plant nehmen, das drehen, das da rein machen, das da machen, das da machen. Und jetzt sagt er mir natürlich Strom. Kein Problem. So, das heißt, wir haben jetzt Sulfuric Acid. Wir sind schon mal einen ganzen Schritt näher an dem Zeug da. Das heißt jetzt, wir brauchen jetzt als nächstes ein eine Filtration Unit. Und da ich absolut von dem Ding keine Ahnung habe, wo ich das überhaupt entdecken könnte, geben es ein. Jetzt weiß ich's, dann kann ich es beim nächsten Mal wieder vergessen. So. Kann jetzt sein, dass das eigentlich alles für mich erstmal hier nur provisorisch ist. Wie schaut es eigentlich mit dem Strom aus? Okay. Problem wird nur sein, dass ich momentan keine Grünalgen mehr produziere, weil ich halt da unten kein... Das müsst ihr auch mal anschließen. Eventuell, ja, das Problem ist halt, ne, ich habe jetzt hier einen Tank dran. Nee, also der ist nicht das Problem. Dann ist das weiße Zeug das Problem. Kommst du mal weg? Kann ich mir noch einen Tank bauen? Ja, mach mal. Dann bauen wir mal einen Tank, weil das heißt für mich, ich kann dich dann wenigstens schon mal auf Halde legen, bis ich genau, weil jetzt produzieren sie wieder und irgendwann muss ich halt, ja, das coole wäre jetzt halt, wenn ich sage, okay, du füllst jetzt also das kommt raus, wird aber nicht angelangt. Das heißt, ich müsste, ja, ich müsste da hier irgendwo mit einem T-Stück arbeiten und zu dem einen sagen, dann gehst du weiter als Valve. Ja. Das muss ich rausnehmen. Und du produzierst gerade nichts, weil das Heavy Mud Water da ist und du bist voll. Deswegen. Okay. Hab mich schon gewundert. So, dann haben wir jetzt diese neue Maschine da gebaut. Den Filch, die Filch, pff, das Riesending da. Wir stellen es erstmal hin und wir möchten ja jetzt das da machen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Filter. Das heißt, ich habe jetzt hier Slurry Coal. Nein, ich habe noch einen Schritt vergessen. Ich muss noch das Black Slurry herstellen. Und dafür brauche ich entweder einen Liquifier oder einen Chemical Plant. Ich hätte gesagt, wir machen Chemical Plant, weil das hat... ist ein bisschen schneller. Mal bis es fertig ist. Warten wir, bis es wo auftaucht. Da ist es aufgetaucht. So. Ja, mein Problem ist jetzt, wenn ich es jetzt hier hinstelle,
jetzt mache ich das einfach mal so. Wir brauchen, was haben wir jetzt gesagt? Das Slack Slurry. Genau. Wir brauchen dich. Das heißt, du müsstest eigentlich komplett gefüttert werden von den Maschinen, die wo dann da rauskommen. Ich habe jetzt natürlich mein gesamtes Slack, weil ich intelligent bin, hoch 5. In die Verarbeiter unten reingehauen. Jetzt muss ich nur gerade aufpassen. Wenn ich jetzt dich so baue. Aber momentan habe ich ja einfach nur die Maschine aufgestellt. So. Nee. Ich möchte haben, dass du hier hinkommst. Wir verlegen den Strom weiter. Und wir machen das über dich momentan. Kann auch sein, dass ich es dann irgendwann über den anderen mache. Ist mir jetzt aber erstmal relativ. Dann tue ich dich hier verbinden. Und schmeiße jetzt hier mal den Slack rein. Und wir haben jetzt unseren Slack Slurry. So, dann heißt es Filtration Unit. Die stelle ich jetzt noch ein wenig weiter nach oben. Und auch einen weiter nach drüben. Wobei, Moment, das machen wir mal so. Dann, wenn wir, vielleicht passt er auch rein. Nur vielleicht. Dann machen wir es so. So, und dann heißt es jetzt, jetzt brauche ich, sehr schön, die Ausgänge sind schon mal richtig. Das heißt, du kommst dahin. Und gehst noch hier runter. Dann gehst du nach droben. Dann habe ich schon mal hier das Zeug drin. So, das heißt, ich brauche jetzt einen Filterframe. Ich hoffe jetzt gerade, dass ich das so richtig im Kopf noch habe. Das heißt, ich brauche jetzt eine Produktionsmaschine. Kiste habe ich. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche dich hier als T. Dann brauche ich bitte wieder 5 Kurven. Machen wir auch gleich noch ein paar gerade. Die werde ich brauchen. So, das heißt nämlich eine gerade hier hin. Dann die Kurve nach oben. Bevor ich jetzt das ganze Zeug verballer, halt. Dann kommt hier nochmal ein T-Stück rein. Das hin. Das hin. Ich hoffe, dass jetzt alles richtig ist. Genau. So. Das haben wir jetzt schon mal soweit. Jetzt gehe ich aber auf die Seite, weil die andere Seite wäre schwachsinnig. Und sehr schön, ich habe schon eine Maschine gehabt. Dann heißt es jetzt für mich, ich packe dich jetzt mal dahin. Oder auch nicht. Shift 9 bitte. Na genau, da hätte es nämlich auch gesehen. Das heißt, ich packe dich jetzt hier hin. Und sag zu dir, du sollst mir jetzt bitte einen Filter bauen. Genau. Und zwar den Charcoal Filter. Dann bauen wir uns noch einen zweiten. Zwei sind besser als einer. Oh, dann brauche ich jetzt eine Holzkiste. Die Holzkiste packe ich hier hin. Dann brauche ich jetzt dann von dir
Das da und das da. Und ich brauche die legendäre Stromplanung. Nein, nicht dahin. Du musst bitte dahin. Und dann gehst du jetzt nach oben. Genau. So, weil ich brauche ja einmal rein und einmal raus. So. Das heißt, du nimmst jetzt von hier und gibst nach oben ab. Du packst rein, du packst raus. So, dann heißt es jetzt, der Charcoal kommt da rein. Ach, ich brauche 5 Filterframes. Bin ich mal gespannt, ob ich die auch dann wieder alle zurückkriege. 1, 2, 3. So. Wir haben jetzt... Kann mir mal einer verraten, weiß jemand das, warum, wo das 0,1 herkommt? Das ist nervig. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall... Was haben wir jetzt? Ja, wir haben wieder Purified Water. Okay, dann heißt es jetzt dann... Hier ein T-Stück. Auch hier ein T-Stück. Ach nee, da kommt was ganz anderes raus. Das ist, was bist jetzt du? Doch, das ist... Nee. Ah, Sulfuric Wastewater. So, jetzt müssen wir Verwendung hinstellen. Nein. Müssen wir nicht. Herstellung. Sulfuric Wastewater. Das müssen wir herschauen. Genau, und Sulfuric Wastewater. Genau, das war ja das, was wir... Jetzt wo brauchen? Es ist Herstellung. Genau, das ist die zweite, das ist der zweite Weg, an Schwefel ranzukommen. Okay, dann heißt es jetzt, wir haben ja noch eine Fabrik. Die packe ich jetzt erst einmal hier hin. Ich muss dich mal schnell wegmachen, tut mir leid. Dann verlege ich dich nochmal. Kein Ding. Beide ist, wenn ich dich jetzt... Kriege ich dich soweit? Ah, perfekt. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn, was ich gerade tue. Ja. Ich möchte das haben. Das heißt, wir gehen jetzt hier mit denen nach oben, dass ich schon mal sehe, ob das überhaupt da reinpasst. Es würde reinpassen. Ja. So, und dann machst du mir Sulfuric Wastewater. Mineralisiertes Wasser und Purified Water. Kann ich dich drehen? Dich kann ich drehen. So, dann heißt es jetzt, du gehst nach hier. Du kriegst ein T-Stück und kriegst hier noch was. Und du bist jetzt dann das Sulfuric Wastewater.
Habe ich das jetzt schon irgendwo hier? Von lauter Flüssigkeit. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich heiße. So, genau, Sulfuric Wastewater. Hab gewusst, ich habe das schon mal gelesen. Nein, wir haben mineralisiertes Wasser. Mineral. Das Rohr ist. Purified Water. Genau, das ist. Der da, der Tropfen. Und mineralisiertes Wasser ist das, was wir da drüben brauchen, ne? Korrekt, das ist hier. Okay. Dann heißt es, ich mache jetzt dann hier meinen Gang rüber. Dann brauche ich von dir bitte nochmal davon einen. Und produziere mir mal das da. Gott. Ich gehe mal wieder Drohne spielen und hole Eisen. Ich weiß, was ich als allererstes aufbaue. Eisenproduktion. Ich weiß nicht warum. Bin jetzt mittlerweile beim Überlegen, ob ich das nicht sogar anders aufbaue, dass ich jetzt dann die rüberwärts baue und dass ich dann hier frei habe. Wir werden sehen. So. Dann produzieren wir mal bitte richtig gerade. Danke. So, dann gehen wir jetzt dann hier rein und gehen so weit rüber, wie es geht. Das ist dann hier. So, dann haben wir hier die Gerade. Dann haben wir hier die Gerade. So, dann haben wir ja hier jetzt dann ein T-Stück. Gehe jetzt so weit wie möglich hier entlang. Geht so weit wie möglich hier entlang. Das machen wir nochmal. Und dann sage ich jetzt mit der Kurve verbinden. So, das heißt, wir haben jetzt das auf jeden Fall auch. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche auf jeden Fall nochmal ein unterirdisches Rohr. Das setze ich jetzt erstmal hier hin und komme hier raus. Dann brauche ich bitte nochmal eine Beuge oder eine Kurve. Klingt richtiger. So, dann gerade, gerade. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich unseren Kohlefilter drin. Wir haben unser Slag Slurry drin und unser Purified Water. Und ich vermute, jetzt ist das Problem, dass er das natürlich rauskriegen muss. Das probieren wir einfach mal, indem dass ich eine Gerade setze. Und er mir was ja. Brauchst 5. Okay. Das wird jetzt mein Problem sein, dass ich halt dieses Slack-Zeug daher kriegen muss. Das heißt, ich muss ganz schnell Land gewinnen. Und das muss ich halt dann auch erstmal wieder platt machen. Dafür habe ich ja meine 2 Flare Stacks. Okay. So, das heißt, wir sind. Ich bin zum ersten Mal, wo ich Herstellung drücken darf. Nein, Entschuldigung. Falscher Fehler, wo ich Verwendung klicken darf. So, weil wir möchten ja jetzt eigentlich machen, dass er mir herstellt.
Sapphirite, Stereotit, Rubid und Bobmonium. Die vier brauchen wir ja. So, und er braucht ja immer 25. So, mein Problem wird halt irgendwann sein, dass die Aufteilung vielleicht nicht richtig funktioniert. So, dann heißt das jetzt aber für mich, erstmal, du kommst weg. Und in der Zeit, wo ich jetzt hier rumgammel, mach mal Land. Gewinn mal Land. So, das heißt, ich kann jetzt mal hingehen und sagen, Verwendung, ich brauche jetzt noch, genau, so viel zu Gewinn mal Land. Aber ich kann eine Maschine überreden, dass die mir Land baut, ne? Ich habe ja noch ein paar rumliegen. Shift 9. Hau die einfach doch mal rein. Mit Shift 2 habe ich meine Kisten. Und mit Shift 1 kann ich mir meine Greifarme bauen. So, das ist provisorisch. Dann ist der am besten auch so, dass er mir gleich auf den Keks geht. Und dann mach mal Landgewinnung, bitte. Und dann kommst du mit einer weiteren Kiste. Und mach das da mal so. Genau. Das heißt, ich brauche mich nicht mehr drum kümmern. Der kümmert sich jetzt selber drum. Und jetzt kann ich mir aus der Abteilung hier, das war jetzt eine Filtration Unit. Nein, das war ein Crystallizer. Habe ich noch einen? Ich habe noch einen. Ha! So, dann heißt es jetzt für mich, ich gehe jetzt hier mit dem Strom nach oben erstmal. Dann brauche ich jetzt meinen Crystallizer. Du bist der da. Und dich baue ich hier hin. So, und du machst jetzt mir bitte das da. So, dann kann ich mir den da klauen. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich wirklich nicht mehr, weil ich das braune Zeug eigentlich nicht mehr herstellen will. Also, jetzt erstmal. Okay, dann machen wir es so. Ja, und ich habe es gewusst. Mein Problem ist jetzt halt gerade, er hält den ganzen Käse gerade nicht her. Also, stell mal bitte her. Danke. So. Dann kann ich jetzt oben nach oben gehen. Und zu ihm sagen, ich brauche dich. Weg. 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 Ich brauche dich. Weg. Ich brauche dich. Brauche dich. Ich nehme mich auch mit. Jetzt habe ich mal alle Eisenplatten einstecken, die ich habe. Hurra. So. Das heißt denn jetzt, dass der hier. Und das ist jetzt definitiv was, was ich verlangsamen muss. Das heißt, er muss mir das dahin bauen. Den habe ich ja gesagt, den habe ich nur provisorisch dahin geknallt. Dann machen wir das mal richtig. So, also, du stellst mir jetzt das her. Und gibst das jetzt an die
Finde dich, ich finde dich, früher oder später. Das ist eine Riesenmaschine, aber in meinem Inventar ist sie so klein. Ich jetzt. Da bist du, danke. Gott sei Dank gibt es diese Funktion. Ich muss dich mal hier trennen. Ich muss dich jetzt so aufbauen, dass du definitiv... So, okay. Dann zersplitterst du mir das. Und ich gehe hier... Mit dem Strom... Nein. Hier war das. Genau. Mit dem Strom hinter. Der sogar als komplett korrekt. So, also das heißt, wir haben jetzt das Zeugs da. Und dann heißt es jetzt für mich. Ha, genau. Ich brauche. Ich habe das da. Und ich gehe jetzt dann hier auch mal weg. Gehe dann mal hier nach oben. Ist der auch korrekt? Genau, der steht nur ein bisschen, weil die so breit ist. So, okay. Das heißt jetzt, wir haben jetzt hier. Gehen wir raus und sagen zu ihm, er soll nach unten abgeben und du sollst nach oben abgeben. Dankeschön. Und das ist scheißegal, was. Doch mal schön, dass man sowas sagen kann, ne? Jetzt muss ich nur aufpassen, wie ich es mache. So, ich muss ja auf jeden Fall auch zurückgehen. Mache ich es jetzt da oder hier? Ja, ich gehe hier zurück. Muss ich nur gerade gucken, wo muss das Zeug rein? Das muss hier rein, ne? Verdammt. Ich denke gerade wieder von diesen scheiß... Pipes, also das heißt, ich muss. Ich brauche mit das Bobmonium. Aber wir sind drüber. Wir sind drüber. So. Das heißt, wir machen jetzt dann das so, dass das zurückgeht. Und mein Problem ist jetzt halt, ich brauche jetzt eine Strecke, wo ich nicht viel unterirdisch hin muss, weil ich muss hier rein. Jetzt ist die... Nein, wir machen es ganz anders. Ich gehe nicht da zurück, ich gehe unten zurück. Ich gehe unten zurück. Mein Problem wird jetzt nur sein, dass ich von oben. Das ist total gerade doof. Weil. Wenn ich das natürlich jetzt ordentlich aufbaue. Ne? Ich habe ja einen von diesen Verteilern noch. Von denen da. Wenn ich den jetzt ordentlich aufbaue, dann verteilt er mir das richtig von zwei Maschinen. Also das heißt Kupfer und Eisen. Wenn ich es richtig aufbaue. Ich habe ja zweimal... ja, das kann ich nur so machen momentan. Weil jetzt haut er mir alles raus. Dann teile ich das ja auf
und lassen. Ja, genau, wenn die eine Maschine nicht arbeitet. So, gib mir mal schnell die nächste. Das war jetzt dann das Induction Furnace. Vor allem, da brauche ich auch noch Kohle. So, das heißt, du machst ja das Eisen. Und du, nee. Da fehlt ein Schritt. Da habe ich den Blast Furnace vergessen. 1, 2, 3. So. Genau. Du machst jetzt die Eiseningots draus. Was steht jetzt dann heißen? Ich müsste dich jetzt dann. So bauen. Dass du mir jetzt dann das Eisen dahin reinpackst und das Kupfer da oben reinpackst. So, ich gehe mal schnell die Maschinen auch noch holen. So, ich gehe mal fleißig die Maschinen abbauen. Und ich sehe schon wieder, die Zeit ist schon wieder davon gelaufen. Ich baue die Maschinen ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wie wir das dann hoffentlich alles sauber und richtig aufbauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit weiteren Videos und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.